Weltweit gibt es 48 verschiedene Birkenarten, die hauptsächlich auf der nördlichen Erdhalbkugel wachsen. In Deutschland kommen 4 Arten vor. Eine der häufigsten ist die Weißbirke, die auch Hängebirke oder Sandbirke genannt wird. In manchen Gegenden wird sie auch als Warzenbirke bezeichnet, denn an ihren Trieben hat sie kleine warzenförmige Drüsen. Die Weißbirke hat einen schlanken, langen Stamm, aus dem sich eine hochgewölbte, kegelförmige Krone entfaltet. Sie besteht aus aufrechten Ästen, an denen lange, dünne Zweige hängen. Die Rinde der Birke ist weiß. Der Grund dafür liegt im Farbstoff Betulin. Ist der Baum jung, ist sie glatt und blättert ab. Beim älteren Baum wird sie tief gefurcht und an alten Wunden sogar schwarz. Die etwa 8 mm großen Blattknospen der Weißbirke sind schmal und zugespitzt. Sie stehen vom Zweig ab und produzieren ein klebriges Sekret. Deshalb sind auch die frisch entfalteten hellgrünen Blätter der Birke noch leicht klebrig. Ausgewachsen sind sie rautenförmig bis dreieckig und bis zu 6 cm lang. Die Blattoberseite ist dunkelgrün, die Unterseite etwas heller. Der Blattrand ist gesägt. Kurz vor dem Laubaustrieb, etwa von April bis Mai, beginnt die Blüte der Birke. Sie ist einhäusig, das heißt, jeder Baum trägt sowohl männliche als auch weibliche Blüten. Die männlichen Kätzchen werden schon im Sommer des Vorjahres gebildet und überwintern ungeschützt. Anfangs stehen sie aufrecht. Im Frühjahr erreichen sie ihre maximale Größe von etwa 10 cm und beginnen zu hängen. Jedes Kätzchen besteht aus unzähligen Einzelblüten, deren Tragblätter hell bis dunkelbraun sind. Der Pollen, den ein männliches Kätzchen produziert, ist für besonders viele Menschen allergieauslösend. Die weiblichen Blüten überwintern als Knospen. Aus ihnen entwickeln sich im Frühjahr die gelbgrünen Kätzchen, die ebenfalls aus vielen Einzelblüten bestehen. Während der Blütezeit kann man die dunkelroten Narben erkennen, die aus jeder der einzelnen Blüten herausragen. Die Bestäubung übernimmt bei der Birke der Wind. Nach der Befruchtung entwickelt sich das weibliche Kätzchen zu einer dicht gepackten Sammelfrucht. Das zäpfchenartige Gebilde ist aus Fruchtschuppen aufgebaut, die jeweils 3 Samen tragen. Zwischen August und September ist die Frucht reif. Das Kätzchen wird braun, beginnt sich bröselig aufzulösen und gibt die Samen frei. Diese Nüsschen besitzen beidseitig Flügel und haben selbst ohne Wind eine Flugweite von mehr als 1,5 Kilometern. Die Hängebirke ist in Europa die häufigste Birkenart. Sie ist eine anspruchslose Pionierpflanze und kommt selbst mit extremen Standorten wie trockener Heide oder sumpfigem Moor gut zurecht. Ihr Herzwurzelsystem versorgt sie ausreichend mit Nährstoffen. Ganz ähnlich wie die Weißbirke sieht die Moorbirke aus. Wie ihr Name schon sagt, wächst sie vorwiegend in Moor- und Bruchwäldern. Sicher unterscheiden kann man beide Arten an den Blättern. Die der Moorbirke sind auf der Unterseite an den Blattadern behaart. Die Blätter der Weißbirke sind kahl. Neben dem Betulin, das der Rinde die weiße Farbe verleiht, ist eine weitere Substanz des Baumes interessant: der Birkenteer. Schon die Gallier kochten den pechartigen Stoff aus der Rinde heraus und verwendeten ihn als Wagenschmiere oder zum Abdichten von Fässern und Booten. Birkenholz ist unter heimischen Hölzern das wertvollste Brennholz, denn es hat den höchsten Heizwert. Vielerorts wird als Maibaum traditionell eine Birke aufgestellt und mit Tafeln der ortsansässigen Handwerker geschmückt. Denn die Birke treibt als einer der ersten einheimischen Bäume nach dem Winter ihre Blätter aus und gilt somit als Sinnbild des Lebens.